Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Chartanalyse und Indikatoren in der Trader Workstation. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem dritten Webinar von 10 Webinaren, die wir jetzt hier zum Thema Trader Workstation durchführen. Es ist ja eine Webinarreihe, die alle 14 Tage stattfindet und dann auch bis ins neue Jahr rüberreicht. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, wirklich alles über die, oder alles nicht, aber vieles über die Trader Workstation so nach und nach zu erlernen. Und da wir die Webinare aufzeichnen, haben Sie auch die Möglichkeit, sich diese Aufzeichnung im Nachgang dann nochmal anzuschauen. Entweder direkt auf YouTube in unserem CapTrader-Kanal oder halt auch hier über unsere Homepage. Ja, wenn Sie hier, ich zeige Ihnen das, wenn Sie hier auf Training gehen und dann auf Videos, dann finden Sie verschiedene Kategorien. Eine Kategorie nennt sich auch Trader Workstation, die finden Sie hier links in der Mitte. Und wenn Sie auf den Button zu den Videos klicken, dann kommen Sie auch zu den Videos. Und Sie sehen, das ist hier chronologisch eingestellt worden. Wir haben ja schon viele Webinare zur Trader Workstation durchgeführt, zu den unterschiedlichsten Themen, wo Sie viele hier im Archiv finden. Ja, und auch die letzten beiden Webinare dieser 10-teiligen Webinarreihe finden Sie hier die Aufzeichnung, ja, Teil 1 von 10 und Teil 2 von 10. Im ersten Teil, das waren reine Grundlagen zur Trader Workstation, wie man überhaupt die Trader Workstation einrichtet, wie man sich ein Layout abspeichert und wie man wirklich dann eine Order aufgibt und so weiter. Also die Grundlagen zur TWS. Im zweiten Teil ging es dann schwerpunktmäßig um die Mosaikansicht. Ja, und heute liegt der Schwerpunkt im Bereich Chartanalyse und Indikatoren. Das heißt, wie ruft man überhaupt einen Chart auf in der Trader Workstation? Wie arbeitet man mit dem Chart? Wie kann man den Chart konfigurieren? Ja, und natürlich auch Indikatoren nutzen. Falls Sie spezielle Fragen haben zu dem Thema, nutzen Sie die Möglichkeit dieser Chat-Funktion, mir direkt Fragen zu stellen. Dann werde ich gerne darauf eingehen. Okay, dann wollen wir direkt loslegen und ich wechsle dann auch den Bildschirm in die TWS und beginne dann mit meinem Webinar. Kleinen Moment. So, jetzt sollten Sie hier die Trader Workstation sehen, auf einen Bildschirm jetzt angepasst. Wie gesagt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die TWS auf 2 Bildschirme oder 4 Bildschirme zu erweitern und das Layout dann so anzupassen, wie Sie das möchten. Sie sehen jetzt hier schon ein mögliches Beispiel-Layout. Das heißt, dass jetzt hier im linken Bereich der Trader Workstation eine Kursliste zu sehen ist. In dem Fall sind es jetzt Werte, also Aktien vom Dow Jones. Und im rechten Teil des Layouts hier der Trader Workstation sehen Sie dann auch einen Chart. Wenn Sie einmal das Layout so eingerichtet haben, also wie das geht, das ist ja Bestandteil des ersten Webinars, dieser Webinarreihe, dann können Sie hier natürlich verschiedene Werte anklicken und sofort wird dann der entsprechende Chart geladen. Ja, und können sich praktisch jetzt hier die Kursliste so durchklicken und dann sehen Sie immer den aktuellen Chart mit den eingestellten Indikatoren. Sie sehen jetzt hier ist ein Bollinger Band drin und unten der MACD. Ja, zusätzlich haben wir hier noch ein gleitende Durchschnitte, ja, die 200er Tagelinie, die hier mit blau eingezeichnet ist. Ja, das ist im Prinzip jetzt schon so ein Endresultat von einem fertig eingestellten Layout, aber ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie sich das noch nach und nach so einrichten können und selber so konfigurieren können, dass es auf Ihre Bedürfnisse passt. Gut. Ich werde das Layout jetzt hier nochmal kurz ein bisschen verändern.
zeige Ihnen jetzt erstmal hier, das ist ja standardmäßig das Layout, wie Sie jetzt zum Beispiel eine Kursliste haben. Ja, aus so einer Kursliste können Sie natürlich jederzeit einen Chart öffnen, wenn Sie jetzt den entsprechenden Wert anklicken, beispielsweise jetzt hier Boeing, und dann rechte Maustaste auswählen und dann hier das Symbol anklicken für neuer Chart. Alternativ können Sie hier auf Charts gehen, in diesem Menü, und ebenfalls neuer Chart auswählen. Oder ohne die rechte Maustaste haben Sie Möglichkeit, wenn jetzt hier die entsprechende Zeile angeklickt ist, wie jetzt hier in dem Fall Boeing, oben in diesem Menü, wo die, ich hoffe, Sie können das sehen, wo ich jeweils klicke, sonst markiere ich das nochmal ganz kurz. Hier oben, ja, dort steht ja, sind ja die einzelnen Symbole hier angeordnet und dieses Symbol steht für Chart. Das heißt, Sie können auch hier auf den Chart klicken, ja, und dann öffnet sich ein Chart von Boeing. Ja, der sieht standardmäßig so aus. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz die Zeichnung löschen. So. Ja, also öffnet sich in einem eigenen Fenster. Das Fenster können Sie natürlich vergrößern, nach vorne, nach hinten holen. Ja, und ich mache das jetzt mal bildschirmfüllend hier. Und da sehen Sie, der Chart ist jetzt standardmäßig hier auf Tageskerzen eingestellt, hat auch schon ein paar Bestandteile drin, wie zum Beispiel hier oben. Sie sehen hier einige Einblendungen zum aktuellen Kurs oder zum Kursverlauf. Sie sehen hier die Uhrzeit, 12.10 Uhr, das ist die Uhrzeit in den USA, wo jetzt gerade Boeing an der New York Stock Exchange gehandelt wird. Ja, das ist praktisch die Uhrzeit, die lokale Uhrzeit von New York. Dann sehen Sie links oben den L, das ist der Last Kurs, ja, 260,97. Dann CH, das ist Change, also die Veränderung zu gestern, 0,04 Punkte oder 0,04 Dollar. CH Prozent, das ist die Kursveränderung in Prozent. Wenn Sie das einblenden möchten, Sie können das natürlich mit dem X hier auch wegklicken, ja, dann müssen Sie wieder die rechte Maustaste betätigen und müssen hier auf Chart Parameter gehen. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben. Können Sie diese Schrift hier lesen, Chart Parameter, oder ist das zu klein? Ich habe hier auf dem Monitor eine recht hohe Auflösung und da weiß ich jetzt nicht, ob das lesbar ist. Ist lesbar, wunderbar, gut. Okay, danke. Also gehen hier auf Chart Parameter. Jetzt muss ich nochmal gerade überlegen, welcher Punkt das war. Ich glaube, das ist das hier, Kursnotierungsbereich. Ja, dort ist der Haken ja draußen. Da einmal draufklicken, dann wird das angehakt. Und auf Übernehmen, genau, das war das Richtige, ja, wird das hier oben links wieder eingezeichnet. Ja, ich finde das sehr hilfreich, besonders wenn man selber in dem Wert jetzt eine Position hat, dann, dann wird das auch angezeigt. Also mal, indem man, Moment, hier habe ich eine Position jetzt hier drin. Ja, beispielsweise jetzt hier Goldman Sachs, die Aktien. Ja, da sieht man dann auch noch oben rechts, ja, Long 22 Stück. Add, ja, ist ja so ein Add-Zeichen, also zu dem Kurs von 147 Dollar, da habe ich die Position eröffnet. Das sieht man auch hier unten an dieser grünen Linie. Ja, das war der Einstieg. Und dann steht daneben auch der Profit und Loss des heutigen Tages. Ja, es sind natürlich Informationen, die sich auch hier unten drunter anzeigen lassen können. In dem Feld Kursnotierungsanzeige, genau unterhalb vom Chart, Kursnotierungsanzeige. Da sehen Sie hier Goldman Sachs, dann sehen Sie Geldkurs, Briefkurs, den letzten Kurs, die Veränderung und die aktuelle Position. Ja, diese Spalten können Sie auch natürlich verändern, indem Sie jetzt hier zum Beispiel auch noch
den Firmennamen hinzufügen. Als Beispiel, ich ziehe das hier mal rüber. Ja, also es können sich genauso die Spalten hier in dieser Kursnotierungsanzeige einrichten, wie zum Beispiel im normalen Layout von der TBS. Jetzt kam eine Frage, wie blende ich die Zeit ein? Also oben im Chart, genau hier oben in der Mitte im Chart. Das ist genau verknüpft mit diesem Punkt hier Kursnotierungsbereich. Ja, also wenn Sie da den Haken setzen, auf Übernehmen gehen, dann kommt sowohl die Uhrzeit als auch die Anzeige zum Kurs, zum aktuellen Kurs. Ja, und hier diese Kursnotierungsanzeige hier unten, das ist natürlich auch einstellbar, auch wieder über die Chartparameter. Und das ist hier dieser Button, ne? Direkt rechts daneben, Kursnotierungsanzeige. Ja, also wenn Sie das nicht haben wollen, dass das nochmal hier steht, dann übernehmen Sie das und dann wird das Ganze ausgeblendet. Ja, mit Anhaken und Übernehmen wird das wieder eingeblendet. Jetzt ist ja der Chart genau bis zum rechten Rand. Diese Frage kommt auch immer, wie kann man das verändern? Ja, dass hier der Kurs hier genau hier in den rechten Rand reinläuft. Man möchte ja gerne immer ein bisschen Platz haben. Ja, da gibt es ganz unten hier am Bildschirm hier so einen kleinen Pfeil. Ich hoffe, Sie können den sehen. Ich versuche das hier nochmal ein bisschen mit dem Laserpointer hier so zu markieren. Ja, hier unten rechts ist ein kleiner Pfeil. Wenn ich da jetzt drauf gehe mit der Maus, dann kann ich das, dann kommt hier so ein Symbol als Hand. Und jetzt kann ich das Ganze mit gedrückter linker Maustaste nach links ziehen und dann ziehe ich diese Linie rüber so weit, wie ich möchte, sagen wir mal so weit. Und dann verschiebt sich der Chart so weit nach links. Ja, das heißt, ich habe rechts einen Bereich, ich scroll mal was näher rein, rechts einen Bereich Platz, ja, um hier vielleicht irgendwas einzuzeichnen. Das, was ich jetzt mache, hier so in dem Chart rauszoomen oder wieder reinzoomen, das geht mit dem Mausrad. Also wenn Sie am Mausrad drehen, dann zoomen Sie rein bzw. wieder raus. Wobei es da auch eine Doppelbelegung gibt. Muss ich mal schauen, ob ich da auf der Stelle, auf die Schnelle da das finde. Man kann da auch die Dicke der Breiten, Entschuldigung, die Breite oder der einzelnen Balken oder der Kerzen, beziehungsweise die Dicke kann man damit auch verändern. Das ist aber auch wieder abhängig, was Sie hier für eine Zeiteinheit ausgewählt haben. Wenn Sie zum Beispiel hier, Sie sehen ja, dass ich bin gerade bei tägliche Kerzen in diesem blauen Bereich hier. Ja, hier oben ist das ja alles blau, die Zeiteinheiten. Dann wird das hier rot und dann wird es grün. Wenn Sie hier im blauen Bereich sind und hier auf stündlich gehen beispielsweise, können Sie ebenfalls reinzoomen, rauszoomen. Wenn Sie allerdings hier in dem roten Bereich sind und gehen auf ein Jahr tägliche Kerzen und zoomen rein und raus, ja, dann verändert sich hier die Dicke der Kerzen oder die Dicke der Balken. Ja, was macht man, wenn man kein Mausrad zur Verfügung hat, beispielsweise an einem Laptop? Gute Frage, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Am besten dann eine Maus kaufen und die per USB am Laptop anschließen. Nein, ja, da gibt es bestimmt auch am Laptop über dieses Touchpad eine Funktion, denke ich. Weiß ich aber jetzt nicht auswendig. Okay, das dazu, also wie gesagt, jetzt hier könnten, wenn Sie jetzt mit dem Mausrad rein und rauszoomen, dann geht das. Ja, warum? Weil wir hier in dem blauen Bereich sind. Wenn Sie mit der Maus drauf gehen, sehen Sie das auch. Sobald Sie hier im roten Bereich sind, dann ist der Zeitpunkt hier auf einen Monat und, weiß nicht, 4 Stunden Kerzen festgelegt. Ja, dann können Sie hier auch gar nichts reinzoomen, rauszoomen, dann ist das fixiert. Okay. Sie sehen hier der Chart, der Hintergrund ist weiß, die Kerzen sind rot und grün. Das können Sie auch individuell einstellen. Also alles in der Trader Workstation können Sie individuell konfigurieren. Ja, jetzt kommt auch die Frage schon, wie kann man denn die Hintergrundfarbe einstellen? Das zeige ich Ihnen sofort.
Und zwar in der globalen Konfiguration. Ja, es gibt hier diesen Button Einstellung, hier oben im Menü, Einstellung dieser Schraubschlüssel. Oder halt auch unter Bearbeiten, globale Konfiguration. Ja, da öffnet sich dieses Fenster, über das Sie alles im Prinzip konfigurieren können. Und da müssen Sie auf den Button Charts gehen. Charts und dann Einstellungen. Beziehungsweise, jetzt bin ich schon zu weit, hier auf Chartfarben gehen. So, und da sehen Sie jetzt schon, hier kommt irgendwo als erster Punkt Hintergrund. Ja, den ändern wir jetzt mal. Jetzt machen wir den mal schön rot. Ja, das ist kein Rot, das ist schon pink. So zum Beispiel, ich sage jetzt übernehmen. Okay. So, was passiert dann? Dann haben wir hier einen ganz tollen Chart oder auch nicht toll. Ja, weil die roten Kerzen sieht man da natürlich nicht mehr. Da ist der Hintergrund rot. Ja, das kann man natürlich auch jederzeit ändern, ja, und dann in sinnvollen Hintergrund ändern, wie zum Beispiel jetzt hier weiß, was ich ja schon eingestellt hatte. Ja, und natürlich können Sie alle Trendlinien, Fadenkreuz, Geld, Briefkurs, alles individuell eingeben, so wie Sie das möchten. Ja, ich gehe wieder auf Übernehmen und wenn ich jetzt den Chart hier aufrufe, dann ist der wieder weiß. Wobei jetzt hat sich gerade die Kerzenfarbe auch umgestellt, das wollte ich eigentlich nicht. Gibt hier auch nochmal die Möglichkeit, auf die globale Konfiguration zu gehen. Und dann ändere ich das wieder. Gucken, was passiert hier. Systemfarben verwenden. Das ist eigentlich das, so wie es vorher war. Dann ist der Hintergrund schwarz. Ja, das möchte ich aber nicht. Sondern ich möchte das wieder weiß haben. So, und jetzt muss ich noch die Kerze, ah hier, damals Abwärtsbalken, ne, das ist ja irgendwie hellblau geworden, warum auch immer. Wahrscheinlich durch das Rot, was ich eben ausgewählt habe, wurde automatisch das angepasst. Dann gehe ich auf Übernehmen und dann sieht man jetzt auch wieder hier, dass die Kerzen rot werden, die fallenden Kerzen. Es kam eine Frage eben, verschieben sich beim Zoomen nicht auch die Indikatorenlinien? Die Indikatoren zählen doch die Kerzen. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was Sie meinen damit. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer ausformulieren, die Frage, dann kann ich da gerne nochmal drauf eingehen. Wenn ich jetzt einen Indikator hier drin habe im Chart, bis jetzt habe ich ja noch keinen. Jetzt zeige ich Ihnen aber, wie Sie einen hinzufügen. Rechte Maustaste und dann kommt es hier unten Studie hinzufügen. Ja, dann kann ich zum Beispiel gleitende Durchschnitte hinzufügen. Nehmen wir einfach mal den einfachen gleitenden Durchschnitt, also die 200-Tage-Linie. Ja, jetzt ist standardmäßig die 9-Tage-Linie, also SMA 9 hinzugefügt worden. Das sehen Sie hier unten links, SMA 9. Das lässt sich ändern. Da ist auch wieder ein Schraubschlüssel daneben. Einfach draufklicken, aus der 9 die 200 machen. Die Linie möchte ich gerne dunkelblau haben. Als Beispiel. Und dann gehe ich auf Übernehmen. Da war ich irgendwie zu schnell. So, jetzt habe ich eine dunkelblaue Linie. Den SMA 200. Ja, und wenn ich jetzt zoome, ja, weiß nicht, verändert sich nicht der Indikator, also der bleibt da, wo er ist. Man kann den natürlich auch näher ranzoomen oder weiter raus. Deswegen, da weiß ich jetzt nicht genau, wie eben die Frage gemeint war. Okay, also Simple Moving Average haben wir hinzugefügt, ganz einfach. Und natürlich können Sie auch weitere Indikatoren hinzufügen.
Ich zeige Ihnen mal, was wir hier im Angebot haben an Indikatoren. Einfach auf Studien zufügen. Da sehen Sie die einzelnen Kategorien. Gleitende Durchschnitte, adaptiver gleitender Durchschnitt, dann auch ein bisschen komplexere Moving Average Methoden oder neuere. Bollinger Bänder sind natürlich dabei. Dann hier Ease of Movement Indikator, EMMA Crossover, TRIX. Ja, also auch der Ultimate Oszillator. Also da gibt es auch komplexere Indikatoren, auf die wir jetzt nicht alle eingehen. Ein paar werde ich Ihnen heute mal zeigen. Ja, MACD finden Sie unter Momentum-Studien. Ja, also natürlich den Momentum-Indikator, wie der Name schon sagt, aber auch beispielsweise der Moving Average Convergence Divergence. Den füge ich jetzt mal hinzu. Es kommt gerade noch eine Frage rein, ich will das auch mal gerne beantworten. Wie kann man Preisskala verändern, also den Preis auseinander oder zusammenziehen? Ja, also die Möglichkeit geht natürlich auch, dass Sie hier links am Bildschirmrand, ja, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich das hier festgestellt habe. Normalerweise ist hier immer so ein kleiner Button, wo man das Ganze verstellen kann. Ah, das war jetzt das Volumen. Ah ja, hier, verkleinern, so können Sie das Ganze hier stauchen. Oder hier so wieder verändern, auf diesem Minus und auf das Plus. Ist das das, was Sie meinten? Ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. So, jetzt kommt noch mal eine Frage auf die Indikatoren. Bei 200 zum Beispiel, bei Tageseinstellungen werden die Tage gezählt. Wenn ich auf eine 3-Monats-Einstellung ginge, bei gleicher Zeiteinstellung, ist dann wie gezeigt, danke, die 200-Tage-Linie die gleiche. Wenn ich jedoch die Kerzen auf 2-Stunden-Basis einstelle, liegt doch die Linie anders, oder? Ja, okay, vielen Dank für die Frage. Jetzt habe ich die auch verstanden. Das ist richtig. Diese 200-Tage-Linie, oder das ist eigentlich nur ein 200er-Durchschnitt der letzten 200 Kerzen. Wenn ich jetzt hier Tageskerzen habe, dann ist das ein 200-Tage-Durchschnitt. Ja, das heißt, der Durchschnitt der letzten 200 Kerzen wird dann hier markiert. Wenn ich jetzt die Zeiteinheit ändere, bleibt das natürlich eine 200er-Linie, aber bezogen auf die letzten 230 Minuten Kerzen beispielsweise. Ja, also hier habe ich jetzt die Zeiteinheit auf 30 Minuten und dann ist der Durchschnitt der letzten 230 Minuten Kerzen diese Linie hier. Ja, also das hier ist jetzt keine 200-Tage-Linie mehr, sondern das ist der Durchschnitt der letzten 200 Kerzen bezogen auf die aktuelle Zeiteinheit. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt Chartprogramme, wo Sie jetzt auch, sagen wir mal, Stundenkerzen sich hier anzeigen lassen können und zusätzlich noch die 200-Tage-Linie. Ja, das heißt, dass Sie verschiedene Zeiteinheiten in einem Chart auch darstellen. Das gibt es auch. Aber hier jetzt in dem Chartprogramm bezieht sich hier der 200er-Durchschnitt auf die ausgewählte Zeiteinheit. So, dann Fragen zu den COT-Daten oder den COT-Index, den gibt es wohl in der TWS nicht. Ja, das ist richtig. Also der ist nicht bei diesen Gratis-Indikatoren hier mit dabei. Also die COT-Reports muss man immer abonnieren und kostenpflichtig. Ich weiß aber auch nicht, ob es jetzt hier in der TWS diese Daten zu abonnieren gibt. Es gibt so viele Abos von externen Anbietern, da kenne ich jetzt nicht alle Angebote auswendig. Okay, also jetzt haben wir hier die 200er-Linie und den MACD.
Ich kann auch hingehen, hier wirklich über die Chartparameter hingehen und dann über Studien das Ganze verwalten. Das ist eine Alternative, dass man jetzt hier hingehen und sage, ich möchte aber noch den RSI haben, relative Stärke-Indikator beispielsweise. Gehe dann auf Übernehmen. Ja, dann wird der hier eingeblendet. Dann ist mir das Hellblau vielleicht zu schwach. Kann ich das natürlich anpassen auch nochmal. Und da ein, weiß ich nicht, Schwarz nehmen. Ja, das ist etwas deutlicher. Ja, wenn Sie diesen Chart jetzt verknüpft haben mit der Kursliste, ja, beispielsweise der ist jetzt auf dem anderen Monitor, dann müssen Sie diesem Chart die gleiche Gruppe zuordnen wie der Kursliste. Ich habe das extra vorher mal geändert. Hier Sie sehen, das ist orange. Und hier, das hier ist rosa oder violett. Und wenn Sie dort jetzt auch orange auswählen, dann ist das beides die gleiche Gruppe. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen anderen Wert auswähle, muss ich aber eben nochmal das Layout so anpassen, dass der Chart auch daneben ist. Den hier kann ich eigentlich mal kurz schließen. So, hier ist er. Den füge ich jetzt hier hinzu. Ja, es ist das Ganze der gleichen Gruppe hinzugeordnet. Wenn ich jetzt hier auf Cisco gehe, dann habe ich den Chart von Cisco. Ja, wenn ich auf Coca-Cola gehe, den von Coca-Cola. Das heißt, es ist miteinander verknüpft und auch natürlich mit den Indikatoren, die ich hier vorher abgespeichert habe. Ja, jetzt kommt eine Frage, ob man auch hier im Indikator wie beim RSI den aktuellen Wert angezeigt bekommen kann. So ähnlich wie im Chart. Sie sehen das ja hier, wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger auf die Kerze gehe, ist unten links, sieht man dann, das ist die Kerze vom 4.10., 18 Uhr. Ja, das steht hier unten links dann, da wo ich jetzt meine Maus bewege. Und es wird dann das Hoch, das Tief und der letzte Kurs angezeigt. Ob das bei den Indikatoren auch geht? Ich kenne die Möglichkeit noch nicht, wie man das einstellt. Also selbst mit diesem Fadenkreuz hier wird das nicht angezeigt. Ja, sondern halt nur im Chart, wo man dann sich halt im Chart befindet. Also den Trick habe ich noch nicht rausgefunden, kann ich Ihnen jetzt leider nicht beantworten. Gibt es im Chart eine Einstellung zur Markttechnik mit den Punkten 1, 2, 3? Ja, damit ist jetzt hier sowas gemeint. Ja, dass man hat jetzt hier, sagen wir mal, eine Korrektur und dann hier so eine Bewegung. Ups, 1, 2. Also sowas meinen Sie jetzt zum Beispiel, ne? Dass nach Markttechnik hier die Punkte, das ist ein Punkt 1, ein Punkt 2 hier oben, ne? Hier unten Punkt 3, dass das angezeigt wird. Das gibt es auch nicht. Ja, also es ist ja auch in externen Softwarelösungen wie Agena Trader oder irgendwo anders durch ein Markttechnikpaket käuflich zu erwerben. Was man machen kann, ist ein Indikator. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich lösche mal kurz alle Trendlinien. Ob wir den haben, der so ähnlich ist. Ja, Pivotpunkte hoch, tief. Muss ich gerade mal schauen. Ja, das ist so ähnlich. Da werden Ihnen hier halt Hoch- und Tiefpunkte angezeigt. Ja, so aus dieser Bewegung hier sehen Sie ja hier, da wird dieser Pivotpunkt hier angezeigt, ja, dieses Tief. Und hier in Gelb, ja, Gelb ist jetzt natürlich nicht ganz so optimal. Nehmen wir da mal, ja, von mir aus auch Blau. Ja, dann sehen Sie es, glaube ich, besser. Das kann man sich so anzeigen lassen. Das sind ja ähnlich wie die Punkte 1, 2, 3. Also ist vergleichbar. Ja, ich habe den Chart in einem extra Fenster. Wie bekomme ich den Chart in das allgemeine Fenster integriert?
Genau, das geht, indem Sie hier oben rechts auf Layout gesperrt klicken. Dann wird dieses Layout angepasst. Ja, und dann haben Sie diesen Chart, der jetzt irgendwo anders liegt, den können Sie so mit gedrückter Maustaste hier andocken in dieses Fenster, dass der hier einrastet und dann das Ganze hier wieder sperren. Ja, wichtig ist natürlich vorher, dass Sie hier diese Kursliste, wenn die mal hier so breit ist, dass Sie die natürlich verkleinern, hier nach links ziehen oder irgendwie woanders hinziehen, wo das halt Platz entsteht. Ja, so wie jetzt hier. Und dann können Sie den Chart rechts daneben legen. Das gleiche habe ich ja auch hier unten links mit dem Fenster Nachrichten gemacht und hier mit dieser Times and Sales Liste, die Sie jetzt hier sehen von dem Wert, der aktuell ausgewählt ist. Das heißt, hier finde ich jetzt in dem Nachrichtenfenster natürlich alle News rund um Coca-Cola, die jetzt heute reingekommen sind, alle Schlagzeilen und hier rechts die Times and Sales vom aktuellen Handel. Ja, und ich kann, wie gesagt, wenn ich das anpassen möchte, möchte ich den Chart jetzt hier ein bisschen größer ziehen, das natürlich auch so dann abspeichern. Okay, gibt es sonst noch Fragen hier erstmal zu dem Chart oder zu dem, was ich jetzt gerade gezeigt habe? Okay, wenn Fragen reinkommen, ich denke, ich schaue immer mal wieder auf das Chatfenster und versuche dann dort Ihre Fragen auch zu beantworten. Gut, es gibt dann noch die Möglichkeit, hier über Chartparameter halt auch generell den Chart zu verändern. Das heißt, dass Sie jetzt nicht Kerzen angezeigt bekommen, sondern Balken. Ja, das lässt sich hier als Balkentyp verändern. Ja, sehen Sie direkt, jetzt haben Sie Balkenchart. Oder Sie können auch auf Heiken Aschi das Ganze verändern. Ja, sehen Sie den Heiken Aschi Chart. Oder nicht gefüllte Kerzen. Nicht gefüllte Kerzen, da sehen Sie die, ja, sehen dann etwas anders aus, farblich. Ja, hier gibt es noch die Möglichkeit Anzeigewert, jetzt wie die Kerze berechnet werden soll, basierend auf die Ausführung, auf den Mittelpunkt, auf den Geldbriefkurs oder halt auch auf historische Volatilitäten, was jetzt hier bei normalen Chart natürlich weniger Sinn macht, aber diese Möglichkeit gibt es ja auch noch, das Ganze anzupassen. Sie können sich auch natürlich vorbörsliche Kerzen anzeigen lassen. Ja, also in den USA, in Amerika können Sie natürlich von 15.30 Uhr unserer Zeit handeln bis 22 Uhr. Das ist halt in den USA ab 9.30 Uhr bis 16 Uhr, also die normale Handelszeit. Aber es gibt auch schon einen vorbörslichen Handel. Wer von Ihnen weiß denn ab, wie viel Uhr man in Amerika vorbörslich handeln kann? Und könnte dann die Uhrzeit hier kurz eintippen. Ja, wenn Sie es nicht wissen, können Sie das auch gerne nachschauen. Nachschauen kann man das ganz einfach hier in der TWS. Wenn man jetzt 9.30 Uhr, genau, beginnt der normale Handel in den USA, das ist richtig. Der reguläre Handel beginnt um 9.30 Uhr amerikanischer Uhrzeit, das ist 15.30 Uhr bei uns. Aber Sie können schon ab 4 Uhr morgens amerikanischer Zeit, also 10 Uhr morgens deutscher Zeit, mit dem Handel beginnen. Ich zeige Ihnen das hier. Ich habe jetzt mal einen Doppelklick auf Coca-Cola hier gerade durchgeführt. Dann sehen Sie hier die Beschreibung von Coca-Cola. Ja, und dann sehen Sie hier die regulären Handelszeiten bzw. die verfügbaren Handelszeiten. Ja, und Sie sehen das ab 4 Uhr Eastern Standard Time, also 10 Uhr mitteleuropäische Zeit, beginnt schon der amerikanische Handel. Ja, und geht dann sogar bis 2 Uhr nachts. Ganz wichtig, ja, ich mache da jetzt mal hier so ein Ausrufezeichen hin, ganz wichtig, der vorbörsliche Handel gerade um 4 Uhr morgens in den USA, da ist natürlich nicht wirklich viel Umsatz. Ja, also da haben Sie dann teilweise auch sehr illiquiden Handel,
Aber theoretisch ist es möglich, dort auch natürlich dann eine Position vorbörslich zu schließen. Das heißt, Sie müssen nicht immer unbedingt bis 15:30 Uhr warten. Aber der Handel ist dort, wie gesagt, eingeschränkt und es sind auch einige Dinge noch zu beachten dabei. Was ist unter anderem da zu beachten? Das zeige ich Ihnen auch. Und zwar einmal, ich gehe mal kurz hier auf den 5-Minuten-Chart. Einmal können Sie hier im Chart den vorbörslichen Handel sich überhaupt anzeigen lassen. Das ist hier der Punkt Daten außerhalb der regulären Handelszeit anzeigen. Ja, also hier den Haken setzen, dann auf Übernehmen. Ja, und dann sehen Sie schon so, hier sehen Sie es bei Coca-Cola, da war heute praktisch hier gar nichts. Ja, vor 15:30 Uhr, so gut wie gar nichts. Oder auch hier gestern nach 22 Uhr, hier wird einfach nur noch mal ein Kurs festgestellt. Ja, es gibt aber auch Beispiele, ich glaube, denke mal, bei Apple wird ein bisschen mehr sein. Ja, hier Apple, da sehen Sie es. 15:30 Uhr war jetzt hier die Eröffnung und da war auch schon vorher hier 14:30 Uhr, 14 Uhr, 13 Uhr, da waren auch schon ein paar Kurse. Ja, wenn man hier so was näher reinzoomt, hier ganz früh 10 Uhr unserer Uhrzeit, ne? Also so ein bisschen was passiert da schon, aber natürlich ganz, ganz geringes Volumen. Wenn ich das Volumen jetzt mal einblende, hier unten die Balken, die sehen Sie gar nicht beim Volumen. Ne? So niedrig sind die. Aber wie gesagt, er findet statt, der vorbörsliche Handel ist auch bei CapTrader hier bei uns möglich und Sie können sich das auch hier im Chart anzeigen lassen. Wichtig ist dann, wenn Sie vorbörslich handeln möchten, dass Sie hier das entsprechende Fenster auch aktiviert haben. Entschuldigung, die Funktion hier aktiviert haben. Ja, und zwar unter Timing bei Voreinstellung für Aktien. Zulassen, dass Orders außerhalb der regulären Handelszeiten aktiviert, ausgelöst oder ausgeführt werden, sofern möglich. Ja? Das muss angehakt werden und dann ist noch ein Punkt zu beachten, das steht hier oben mit dem roten Ausrufezeichen, ich umrahme das mal eben. Beachten Sie bitte, dass kein Trading mit Market Ordern außerhalb der normalen Handelszeit möglich ist. Das heißt, da können Sie ja nur mit einer Limit Order eine Position eröffnen und nicht mit Market. Ja, also diese Sachen sind zu beachten. Gut. Ja, und das können Sie sich, wie gesagt, hier im Chart auch anzeigen lassen. Ich werde das jetzt allerdings wieder ausblenden. Und auch die Pivotpunkte brauche ich jetzt auch nicht mehr. Okay. Ich mache den Chart noch mal ein bisschen größer. Gehe mal auf Tageskerzen. Ja, wobei Apple, da ist jetzt eine Position auch drin, das stört mich gerade ein bisschen. Gehe ich mal hier auf McDonald's. Ja, und Sie können natürlich das Charting auch nutzen zur Chartanalyse. Ja, das heißt, welche Möglichkeiten haben Sie hier zu einer Chartanalyse? Sie können Fibonacci-Linien zum Beispiel einzeichnen. Ja, mit der rechten Maustaste finden Sie hier den Punkt Fibonacci-Linie hinzufügen. Ja, das heißt, wenn Sie hier mal von einem Tief zu einem Hoch Fibonacci-Linien einzeichnen möchten, dann haben Sie hier sowohl die Retracements, ja, 38er, 61er, 8er Retracement, als auch die Fibonacci-Extensions, also die Erweiterung. Wenn Sie jetzt mit der Mauszeige wieder auf eine dieser Linien gehen, können Sie mit der rechten Maustaste auch wieder draufklicken und sagen, ich möchte zum Beispiel die Trendlinie etwas größer haben, etwas dicker. Ja, oder hier in Größe 4, dann sehen Sie mal richtig deutlich im Chart die Linien. Ja, Sie können aber auch natürlich auf die rechte Maustaste sagen, alle Anmerkungen entfernen. Sage ich ja, dann wird alles wieder gelöscht, was Sie hier eingezeichnet haben. Jetzt kam eine Frage eben, warum
sind beim Volumen manchmal gelbe Balken zu sehen, so wie eben bei K.O., also bei Coca-Cola. Muss ich nochmal gucken. Hier sind, ja, sind gelbe Balken dabei. Gute Frage, weiß ich nicht. Welche Uhrzeit ist das? Nee, die Frage hat mir wirklich noch niemand bisher gestellt. Ich mir selber auch nicht. Ja, muss ich mich mal schlau machen, aber kann ich jetzt ad hoc leider nicht beantworten. 4 Uhr morgens wäre 10 Uhr unserer Zeit. Bekommt man dann auch verlässliche Kursindikationen für amerikanische Aktien angezeigt? Achso, ist wahrscheinlich eine ältere Frage. Ich denke, das habe ich eben beantwortet. Okay. Gut. Ja, also Fibonacci-Retracements und Extensions können Sie sich anzeigen lassen. Was geht noch? Sie können Trendlinien anzeigen. Also das heißt, wenn Sie jetzt hier im Chart, ich gehe mal auf Wochenkerzen vielleicht, blende das Volumen nochmal kurz aus, damit man RSI auch, damit man ein bisschen mehr Platz hat. Ja, wenn Sie jetzt hier irgendwie das Tief hier mit dem hier verbinden möchten und möchten das hier so als Art Trendlinie anzeigen lassen, einzeichnen. Ja, und zeichnen hier vielleicht auch nochmal einen kleinen Trendkanal ein. So in der Art. Ist das natürlich alles machbar. Können das auch wieder löschen, mit dem Mauszeiger draufgehen, diese Trendlinie entfernen oder halt auch mit dem Mauszeiger draufgehen und sagen, alle Anmerkungen entfernen oder alle Trendlinien entfernen. Ja, so zeichnen Sie die ein. Können das auch natürlich breiter anzeigen lassen, wie ich es eben schon gezeigt habe, haben Sie hier so eine fette Trendlinie drin. Ja, so nutzen Sie die Möglichkeit, hier wirklich mal auch mit verschiedenen Indikatoren, mit verschiedenen Studien und so zu arbeiten. Wir haben ja auch eigene Webinare und Trading-Strategien rund um verschiedene Indikatoren. Also sei es Strategien zum MACD, zum CCI. Also da gibt es ja verschiedene Ansätze. Wir hatten schon Webinare zum Ichimoku. Der Ichimoku-Indikator ist hier, glaube ich, auch irgendwo versteckt. Muss ich mal gerade gucken. Hier unter umfassende Studien finden Sie Ichimoku-Wolken. Ja, also da lassen sich interessante Trading-Ansätze natürlich auch mit ableiten, mit der Ichimoku-Wolke. Und ja, ist nach und nach immer mehr erweitert worden hier in der TWS. Also ein sehr, sehr umfassendes Charting-Tool. Es gibt auch die Möglichkeiten, sich hier Trading-Signale oder im Prinzip Signale basierend auf Indikatoren anzeigen zu lassen. Dazu werde ich jetzt auch noch mal kurz die aktuellen Indikatoren löschen. Moment. So, ich lösche hier nochmal eben. So, und zeige Ihnen mal kurz. Mal gucken, ob ich den jetzt finde. Ein Indikator, den auch direkt Ein- und Ausstiegssignale zeigt. Es kann auch sein, dass der versteckt ist. Ach so, hier ist übrigens der Zickzack-Indikator, den kann ich auch noch mal eben zeigen. Ja, das ist auch einer, an dem man so Trends oder Markttechnik Punkte 1, 2, 3 oder so recht gut erkennen kann, ja, weil dann hier so lange Trends Bewegung, Korrektur halt hier angezeigt wird durch diesen Zickzack-Indikator.
Aber was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, das war ein Indikator, jetzt muss ich gerade mal überlegen, auch basierend von gleitenden Durchschnitten, wenn die sich kreuzen, dass das dann als Signal angezeigt wird, muss ich mal gerade noch mal schauen, dass ich den finde. Weil das war auch ganz interessant. Aber den finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, wenn ich ehrlich bin. Der war es, glaube ich, nicht. Nee. Nee, tut mir leid, den muss ich nachreichen. Aber es war auch ein Indikator, glaube ich, den man sich über die Spalten hinzufügen konnte. Deswegen, da werde ich noch mal ganz kurz schauen, ob ich das hier finde. Technischer Indikator. EMA 20 Crossover. Ja, das ist hier als Spalte, den kann man nämlich dann auch als Indikator sich anzeigen lassen. Ist das der Parabolic SAR? Naja, das ist ein anderer Indikator. Ist auch egal, ist jetzt nicht so wichtig, dass ich Ihnen jetzt zeige. Aber es war ein Indikator, den habe ich letztens noch gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche, zumindest. Der hat den halt auch hier im Chart, wie gesagt, ein Kauf- oder ein Verkaufssignal geliefert. Also ähnlich wie der Agena Trader zum Beispiel, wo man das selber programmieren kann, ist ja auch eine Software, die wir unterstützen, gibt es auch hier dann diese Möglichkeit, sich da ein Signal anzeigen zu lassen. Das wäre jetzt recht interessant gewesen, vielleicht denke ich für Sie, aber ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle. Beim nächsten Webinar werde ich das nachreichen. Macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt hier die ganze Zeit danach suche. Der Parabolic SAR, den sollten Sie auch hier haben. Ist ein anders funktionierender Indikator, ich sag mal, der auch ähnlich wie der Supertrend aufgebaut ist. Muss ich mal gerade gucken. Hier ist er. Ist auch interessant, danach lassen sich halt auch Trading-Signale ableiten. Ja, also der funktioniert recht einfach. Ja, wie funktioniert der? Sobald die Kerze jetzt hier die obere gepunktete Linie durchkreuzt. Ja, ich male das jetzt mal hier ein. Also hier in diesem Bereich jetzt hier, das wäre ein Long-Signal. Dann hat man hier unten ein Stop-Loss. Ja, Stop-Loss in Form von diesen Punkten, die Sie jetzt hier sehen, die blauen Punkte. Und das heißt, in dem Moment, wo dann der Kurs unter diese blauen Punkte geht, das wäre jetzt hier der Fall, da würde man dann die Position schließen. Ja, und dann entsteht im Prinzip ein Abwärtstrend, wo dann hier oben die Punkte erscheinen. Ja, und dann hätte man jetzt hier eine Short-Position mit den Punkten hier oben, die wird dann jetzt hier wieder gedreht. Ja, in gewissen Marktphasen funktioniert er halt recht gut. Also wenn man jetzt hier einen starken Anstieg hat, einen starken Trend, da ist der natürlich ideal. Ne, der zeigt an, dass diese Korrektur hier, diese Korrekturbewegung hier beendet ist. Ja, man hat hier ein Long-Signal, steigt Long ein und nimmt diese Bewegung hier nach oben mit. Ja, und es gibt natürlich da hunderte Indikatoren, hunderte von Trading-Strategien, die man sich selber herleiten kann, wo man selber Signale auch entwickeln kann. Ja, und diese Möglichkeiten bietet halt auch hier die Trader Workstation. Ja, Ihnen möchte ich aber jetzt noch die Zeit geben, weiter Fragen zu stellen. Rund um das Charting, rund um die Möglichkeit, hier mit Indikatoren zu arbeiten, rund um die Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, da würde ich dann gerne auf Ihre Fragen eingehen.
So, in der Zwischenzeit habe ich den auch gefunden. Indikator heißt Moving Average Crossover. Ja, also ein einfaches Kreuzen zweier gleitender Durchschnitte, zweier Moving Averages. In dem Fall ist es dann der 9er gleitende Durchschnitt und der 21er. Ja, und dann wird hier einfach bei diesem Indikator eben visuell noch ein Long- oder ein Short-Signal angezeigt. Ja, das heißt, Sie sehen das hier bei der McDonald's-Aktie mit wöchentlichen Kerzen. Wenn die grüne Linie die rote von unten nach oben kreuzt, also genau hier in diesem Moment, ja, dort dann entsteht ein Kaufsignal, angezeigt hier durch diesen grünen Pfeil. Ja, dann würde die Long-Position eröffnet werden und man ist bei diesem langen Aufwärtstrend, den McDonald's jetzt hier gestartet hat, dieses Signal war, wie gesagt, jetzt schon im Dezember 2016. Da hätte man eine Long-Position eröffnen können und wäre jetzt, wie hoch ist das? 34% vorne, also 34% Performance, 35% Performance innerhalb eines Jahres bzw. seit Dezember letzten Jahres. Ja, nach diesem Signal einfach nur, wo sich zwei gleitende Durchschnitte gekreuzt haben. Ja, Nachteil natürlich bei so einer Strategie, eine recht simple Strategie, dass sie jetzt in Phasen wie hier, ja, also in Seitwärtsphasen, ja, wenn die Kurse hier so seitwärts laufen in diesem Bereich, da hat man natürlich auch recht viele Fehlsignale. Also man wird sehr oft eingestoppt, wieder ausgestoppt, eingestoppt, ausgestoppt, ohne dass der Kurs wirklich hier an Fahrt gewinnt. Ja. Vorteil aber wieder, sobald ein Trend entsteht, so wie hier oder wie dieser Trend oder jetzt der letzte Trend, hier, dass man da natürlich dann ordentliche Gewinne macht. Ja, aber das wollte ich Ihnen noch zeigen, dass es auch diesen Indikator hier gibt, der Ihnen dann im Prinzip ein fertiges Trading-System auch liefert. Und natürlich, wenn Sie hier eine Zeiteinheit ändern auf 15 Minuten, ja, dann finden Sie diese Signale auch natürlich im kleineren 15-Minuten-Chart. Ja, oder im Stunden-Chart. Okay, bitte noch einmal zeigen, wie Sie die Hintergrundfarbe des Charts geändert werden kann. Klar, kann ich Ihnen gerne zeigen. Das ist die globale Konfiguration. Gehen Sie hier auf Einstellung. Chartfarben, Hintergrund, ja, und sagen, ich möchte den blau haben, beispielsweise, dann auf Übernehmen. Ja, oder wenn Sie den wieder zurückändern möchten, dann hier so, zack, auf Weiß, auf Übernehmen und dann ist er wieder weiß. Okay, ich kann noch eine Frage, zeigen Sie bitte nochmal, wie man zwei oder drei verschiedene Charts, zum Beispiel Daily und Weekly, dem ausgewählten Wert zuordnen kann. Ja, das geht auch hier, wie gesagt, über das Layout, was ich jetzt wieder freigeben muss. Da müsste man jetzt hier den einen Chart ein bisschen kleiner machen und dann einfach einen zweiten Chart öffnen. Den da dran packen. So. Moment. Und das zum Beispiel als Tageschart hier anzeigen lassen. Er hat mal oben stündliche Kerzen und unten tägliche Kerzen. Ja, hier oben ist ja auch das, na, ich mache das mal gleich groß. Moment. Ja, jetzt hat man zwei verschiedene Zeiteinheiten. Und wichtig ist, dass beides in der richtigen Gruppe ist. Und dann kann ich jetzt hingehen und sobald ich jetzt hier klicke, ja, werden beide Charts gleichzeitig geändert. Also oben hat man den stündlichen Chart und unten den täglichen Chart. Da kann man natürlich hier auch nochmal reinzoomen. Ja, und dann kann man beide Zeiteinheiten hier analysieren. Bitte nochmal zeigen, wie Sie auf den vorbörslichen US-Handel gekommen sind. Okay? Also wenn Sie jetzt hier einen Wert haben wie Intel zum Beispiel, ja, also hier in dieser, das sind ja alles Werte jetzt aus dem Dow Jones, ja, Intel Corporation oder hier IBM, Johnson & Johnson, McDonald's und Sie möchten Informationen über den Wert erfahren, rechte Maustaste, jetzt muss ich selber suchen, Finanzinstrument Info und dann Beschreibung. Ja, dann öffnet sich dieses Fenster hier.
Oder schneller geht es noch, Doppelklick mit der linken Maustaste. So. Und dann sehen Sie hier alle Details zur Handelszeit von diesem Wert. Ja, und zwar die reguläre Handelszeit ist von 9.30 Uhr bis 16 Uhr amerikanischer Zeit. Hier steht EST, Eastern Standard Time. Das ist die Ostküstenzeit, also New York. Und bei uns in Deutschland ist es hier 15.30 Uhr bis 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Verfügbarkeit des Handels hier auch bei uns ist allerdings von 4 Uhr morgens in den USA bis 20 Uhr. Das heißt, deutscher Zeit 10 Uhr bis 2 Uhr nachts. Ja, das ist der vorbörsliche und nachbörsliche Handel, der zum Teil recht illiquide sein kann, wo Sie auch keine Market Order aufgeben können, wo Sie nur per Limit Order handeln können zum Beispiel. Ja, also das gilt es natürlich zu berücksichtigen, wo Sie den entsprechenden Haken setzen müssen, um überhaupt vorbörslich handeln zu können und so weiter. Alles diese Dinge, die ich auch heute gezeigt habe. Aber wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit hier, sich die Zeiten anzugucken, zu denen halt hier der Handel möglich ist. Und wenn Sie auf den Kalender klicken, dann sehen Sie auch nochmal, falls es gibt auch schon mal Feiertage, wenn Sie sich da unsicher sind, dann sehen Sie zum Beispiel jetzt hier die aktuelle Handelswoche und sehen auch, dass samstags oder sonntags natürlich der Handel hier geschlossen ist. Ja? Und natürlich können Sie auch, das ist auch wieder Bestandteil anderer Webinare, sich hier über Fundamentaldaten dieser Aktie informieren. Ja, also wenn Sie jetzt wissen möchten, hier, was sind die Earnings per Share, dann sehen Sie das, den Umsatz pro Aktie, den Buchwert, Cashier-Aktie und so weiter, die Dividenden, die McDonald's zahlt, ja, wie hoch ist der Dividendenertrag hier, 2,3% und so weiter, KGV, Finanzstärke und so weiter. Ja, Sie können sich auch hier eine Finanzdatenübersicht anzeigen lassen. Na, dann sehen Sie die Entwicklung der letzten Quartale, der Earnings per Share, der Dividenden und, und. Also Sie können sich die Inhaberschaft anschauen, also wer sind die größten Eigentümer, da sehen Sie hier die Vanguard Group, State Street und so weiter, BlackRock ist natürlich auch dabei, also die ganzen Hedgefonds oder die die ETFs auflegen, sind dann hier aufgeführt. Bis hin zum Jahresabschluss, ja, also wenn Sie sich Bilanzen anschauen möchten, hier die Ertragsrechnung oder hier die Bilanz oder Kapitalflussrechnung, das können Sie sich alles anschauen lassen, aber das ist jetzt nicht Thema des heutigen Webinars. Aber diese Möglichkeiten bietet halt die Trader Workstation. Okay, jetzt noch vielleicht eine kurze Frage, wie erstelle ich eine neue Kursliste, wie im klassischen Trading für eine neue Seite, um das Layout zu erweitern? Da muss ich gerade selber mal überlegen, was Sie jetzt meinen. Also hier, das hier sind ja Kurslisten, die Sie selber anlegen können. Und was ist, also wenn Sie eine neue Kursliste erstellen möchten, klicken Sie hier auf das Plus, geben Namen ein und fügen dann dieser Kursliste neue Werte hinzu. Beim Eröffnen vor allem Weekly Chart stimmt die Zeiteinstellung nicht. Ich rücke diese immer für die Sitzung zurecht. Gibt es eine Einstellung, die immer den gleichen Zeitraum darstellt? Die Frage verstehe ich leider auch nicht. Wenn Sie jetzt auf Weekly gehen, stimmt die Zeit nicht. Müssten Sie nochmal genauer formulieren, damit ich weiß, was Sie meinen. Also bei mir stimmt die Zeit. Daniel, noch mal ganz kurz, genau, aber das insgesamte Fenster, ist das möglich? Hier zu den Kurslisten. Wie man dieses Fenster jetzt anlegt oder
Richtig, okay. Ja, also wenn man die Trader Workstation das erste Mal startet, ja, dann hat man immer ein Layout mit mindestens einer Kursliste hier. Ja, das heißt, dieses Fenster muss man gar nicht neu anlegen. Moment, ich muss mal kurz die Spaltengröße anpassen, sondern das hat man automatisch. Und rund um dieses Standardfenster herum kann man einfach weitere Kurslisten hier anlegen und dann natürlich durchklicken. Was natürlich auch, was Sie vielleicht meinen, wenn Sie so eine Seite loslösen möchten, dass Sie zwei Kurslisten zum Beispiel nebeneinander haben. So wie jetzt beispielsweise so. Vielleicht meinen Sie ja das. Ja, dass Sie zum Beispielsweise hier den DAX haben. Ah, jetzt habe ich es weggeklickt. Moment. Sekunde. Ja, und hier jetzt eine Kursliste mit dem Dow Jones. Ah, genau, das meinten Sie. Ja, super. Okay, ja, ist manchmal nicht so, wenn man das jetzt nur so liest im Chat, dann ist die Frage nicht mal so einfach zu verstehen. Okay, ja, also so hätten Sie jetzt zwei Kurslisten nebeneinander, indem Sie eine losgelöst haben, ne? Also hier rechte Maustaste drauf, und dann Seite loslösen. Ja, ich habe die jetzt nicht hier in diesem noch nicht angedockt, deswegen schwebt die jetzt hier auf dem zweiten Bildschirm rum. Ja, aber das wäre ja genau das, was Sie möchten. Okay, die werde ich jetzt wieder. Hinzufügen hier Seite anhängen. Zack, dann wird die wieder angehangen. Dann war noch eine Frage hier, das Trader Dashboard. Das hat auch nicht jeder. Habe ich auch selber hinzugefügt, auch selber konfiguriert. Konfigurieren geht über einen Schraubschlüssel. Ja, also da kann man hier wieder einstellen, welche Werte man drin haben möchte, wie den IBDE30, also den CFD auf den DAX oder CFD auf den Dow Jones oder einzelne Werte. Wenn Sie dieses Trader Dashboard gar nicht haben, ich schließe es jetzt mal an, das sieht bei Ihnen so aus, dann müssen Sie es bitte noch manuell hinzufügen. Das geht über Anzeigen und dann Trader Dashboard. Okay. Ich denke, damit habe ich alle Fragen beantwortet, hoffe zumindest, dass ich alle Fragen beantwortet habe. Ansonsten, wenn noch Fragen sind im Nachgang, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, ja, oder an das CapTrader-Team an info@captrader.com und dann werden wir diese Fragen gerne beantworten. Gut, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass so viele Fragen gekommen sind. Das macht so ein Webinar natürlich wesentlich interessanter und auch interaktiver. Und dann kann man auch natürlich auch viel individueller auf Ihre Bedürfnisse eingehen. Es macht mir auch mal sehr viel Spaß, das so zu machen. Ich hoffe, Sie haben einiges gelernt. Es war interessant für Sie. Wie gesagt, wenn Sie sich das eine oder andere nochmal anschauen möchten, schauen Sie sich die Aufzeichnung an. Die kommt in den nächsten Tagen auf unserer Homepage bzw. auf YouTube. Hat ja natürlich auch den Vorteil, man kann dahin vorspulen zu dem Thema, was einen interessiert. Und ja, das Ganze sich nochmal Revue passieren lassen. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Abend. Viel Erfolg beim Traden und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Noch eine schöne Woche.